Hallo, schönen Abend wünsche ich allen. Ich möchte euch heute eine Übung aus dem Brain Gym, so viel wie Gehirngymnastik, zeigen und erklären, die ihr ganz einfach in den Alltag integrieren könnt. Gemeint sind die Hook-Ups. Hook-Ups. Und zwar werden gewisse Sachen aktiviert und gestärkt oder gefördert. Und zwar die Hook-Ups bewirken einen körperlichen und emotionalen Stressabbau, die Zentrierung, also dass wir wieder in unsere Mitte zurückkommen. Sie fördert ruhige Bewegungsabläufe und dient dazu, die Aufmerksamkeit zu schulen, also im Moment zu leben. Außerdem unterstützt sie die Leistung bei Prüfungen und ein verbessertes Aufnehmen und Wiedergeben von Wissen. Die Übung wird euch ganz gut unterstützen vor stressigen Situationen, damit ihr euch beruhigen könnt, egal ob das der Zahnarztbesuch ist oder die Führerscheinprüfung. Und nun werde ich euch die Übung erklären, die in zwei Teilen ausgeführt wird. Der erste Teil ist dazu da, das ganze System von Körper, Geist und Seele wie einen PC runterzufahren. Und der zweite Teil ist für das Neustarten des Körper-Geist-Seele-Systems zuständig. Die Übung wird so gemacht. Ihr sitzt euch auf einen Stuhl und lehnt euch mit dem Oberkörper an der Lehne an. Überkreuzt dann die Fußknöchel übereinander, so wie es für euch angenehm ist. Im Anschluss streckt ihr bitte beide Arme nach vorne und legt die Handrücken aneinander. Dann überkreuzt die Arme, so dass die beiden Handflächen aneinander liegen und verschränkt die Finger ineinander. Danach dreht sie die Unterarme und Hände nach unten zum Körper hin, bis eure gekreuzten Hände vor der Brust liegen. Haltet bitte die Zunge am Gaumen, dort wo ihr ein weiches D sprechen würdet. Diese Position der Zunge ist auch beim Schlafen gegeben. Das heißt, das ist eben für eine gute Entspannung wichtig, beziehungsweise auch für besseres Lernen. Also die Zunge an den Gaumen und bleibt in der Stellung so entspannt wie möglich und achtet für eine Minute auf euren Atem, wie er kommt und geht, bis ihr wieder meine Stimme hört. Oh, die Minute ist nun vorbei. Wir kommen zum zweiten Teil der Übung. Löst bitte die Hände, Arme und Füße und stellt bitte beide Beine parallel nebeneinander auf den Boden. Und legt die Fingerkuppen aufeinander, also die Daumen auf die Daumen, die Zeigefinger auf die Zeigefinger und so weiter. Also jede Fingerkuppe liegt auf den Fingerkuppen der gegenüberliegenden Hand. Dann achtet wieder auf euren Atem
wie er kommt und geht, für circa eine Minute. So, das ist das Ende der Übung. Falls ihr noch zu wenig entspannt seid für euer Gefühl, könnt ihr die Übung gerne noch einmal machen in diesem Ablauf und achtet darauf, dass ihr die Stellung wechselt. Das heißt, wo früher der rechte Arm auf dem linken Arm war, soll es dann umgekehrt sein und dasselbe bitte bei den Beinen. Ich wünsche euch gutes Gelingen mit der Übung und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei. Schönen Abend, bis bald!